Jungs und Mädels, was geht da ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir unsere E-Mail-Adresse bei unserem EA-Account ganz einfach ändern können. Das erste, was wir hierfür machen müssen, ist, dass wir irgendeinen Browser öffnen. Welchen ist völlig egal. Ich habe jetzt hier Opera genommen. Wie gesagt, das spielt aber überhaupt keine Rolle. Dann suchen wir einfach einmal nach EA. Dann drücken wir Enter und dann ist hier schon die offizielle EA-Website, Electronic Arts Homepage. Da gehen wir also einfach einmal drauf und dann müssen wir uns hier zuallererst anmelden. Vielleicht habt ihr das schon gemacht. Wir klicken also einfach hier oben in der Leiste auf unser Profil drauf, dann klappt diese sich auch nochmal aus. Hier habt ihr dann wahrscheinlich zwei Möglichkeiten. Entweder könnt ihr euch bei eurem bestehenden Konto anmelden oder eben einen neuen Account erstellen. Ich habe das jetzt schon gemacht, deshalb steht bei mir jetzt hier abmelden. Ihr müsst euch also ganz kurz anmelden und dann gehen wir als nächstes einmal in die Kontoeinstellungen rein. Sobald wir dann also auf die Kontoeinstellungen geklickt haben, landen wir hier bei diesem Punkt, mein Konto, und zwar genauer gesagt ganz oben, also über mich. Und hier sehen wir dann auch schon unsere aktuelle E-Mail-Adresse. Die ist bei mir in meinem Fall jetzt auch verifiziert. Aber wir können unsere E-Mail-Adresse natürlich auch ändern. Dafür klicken wir hier bei dem Punkt E-Mail-Adresse einfach auf diesen blauen Button, bearbeiten. Da müssen wir hier erstmal einen Sicherheitscode an unsere alte E-Mail-Adresse schicken lassen, den dann eingeben und dann können wir eben unsere neue E-Mail-Adresse auswählen. Sobald wir dann also diesen Code, der an unsere alte E-Mail-Adresse geschickt wurde, eingegeben haben, erscheint dieses Feld hier und hier können wir natürlich direkt unsere neue E-Mail-Adresse eingeben. Das machen wir also ganz kurz. Wir geben einfach unsere neue E-Mail-Adresse ein und zu guter Letzt klicken wir dann hier auf den Punkt Fortfahren. Auch an unsere neue E-Mail-Adresse wurde jetzt nochmal ein Verifizierungscode geschickt und auch diesen müssen wir hier nochmal ganz kurz eingeben. Mein Verifizierungscode ist jetzt hier angekommen. Ich habe den natürlich auch direkt schon eingegeben. Das hat aber auch bestimmt 3, 4, 5 Minuten auf jeden Fall gedauert. Deshalb wartet einen Augenblick. Im Notfall habt ihr ja hier aber auch immer noch den Button Verifizierungscode erneut senden. Auch hier klicken wir dann also einfach auf Senden und dann haben wir unsere E-Mail-Adresse schon geändert. Das Ganze lädt dann kurz und ihr seht schon bei der E-Mail-Adresse steht jetzt eben meine neue E-Mail. Falls ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich natürlich wirklich sehr über einen Like freuen. Kurzes Zuschauen und haut rein!